süßen kleinen Maikäferchen, meine lieben Sommerelfen, meine Nachtelfen. Ja, da bin ich nochmal. Ja, das habe ich heute schon ein paar Mal gesagt, ne? Na, ihr kriegt einfach keine Ruhe vor mir. Vergesst es einfach, ihr kriegt keine Ruhe vor mir. Ja, ich habe eine Degusta-Box. Und einen Kater da sitzen, der mich komisch anguckt. Der redet immer mit den Vögeln. Der macht so, meck, 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 meck. Die Vögel ärgern ihn immer, den Armen. Cool. Armes Kärtchen. So. Hier einmal das Papier glatt streichen. Und dann gucken wir mal, was wir... Ich habe selber noch gar nicht reingeduscht. Ne? Ich bin ganz neu, ganz frisch, ganz unausgepackt. Jetzt probieren. Haben wir hier so alles, was drin ist. So, ne? Lege ich mir mal hin. Und hier haben wir dann auch noch so ein bisschen Werbung drin gehabt. Das ist ja immer so. So, dann fangen wir mal an mit dem ersten, was hier oben drauf liegt. Und das ist schon mal direkt meins. Aber ich habe die Befürchtung, dass es etwas gekrümelt ist. Es hat hier diesen Transport wahrscheinlich nicht so sehr gut überstanden. Aber gut, das sind diese Bruschetta. Bruschetta Chips. Also nicht Bruschetta. Nein, dann kriege ich einen italienischen Herzinfarkt. Bruschetta heißt das. Nicht Bruschetta, Bruschetta. Mit Sour Cream und Onion. Ja, und wenn man das aufmacht, dann fällt man in Ohnmacht. Weil das, ich kenne die und die sind sehr gut von Maretti. Und ja, aber das stinkt wie Iltis, wie gebratener Iltis. Na gut, das sind diese. Hier gibt es dann auch einige andere Sorten. Und ich habe jetzt halt Sour Cream und Onion und die mag ich auch wirklich am liebsten. Aber die gibt es dann noch mit Tomate, mit Knoblauch, die mag ich auch gerne. Dann mit Vegetables und mit Pesto. Ja, gut. Dann haben wir, was haben wir denn hier noch drin? Die Chips, wo sind wir denn hier? Die kosten 1,69 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Jawohl. So, was haben wir denn hier? Einmal diese zuckersüßen Kekse mit Marzipan. 9 Stück. Mini Google-Hupf. Unsere Sorte des Jahres. Mit belgischer Schokolade verziert. Ist mir doch egal, von wo die Schokolade kommt. Ich will ja nicht mit dir reden, ich will sie essen. Metzger hat auch letztens zu mir gesagt, ich habe ein schönes Stück Fleisch. Wieso? Ich will es nicht fotografieren, ich will es essen. Naja, gut. Egal. Naja, was haben wir denn hier? Dr. Oetker, My Sweet Table, Mini Google Hopf. Ja. 2,79 Euro kostet das Päckchen. Ach, du lieber Himmel, ja. Was haben wir dann hier? Das hier ist noch sehr schwer gewesen. Na, komm her, du Luder. Raus mit dir. Das sieht aber auch sehr interessant aus. Hier haben wir Linola-Damilch, einen Brotaufstrich, einen Milchbrotaufstrich, Milchcreme mit Haselnüssen, ohne Konservierungsstoffe, glutenfrei. Ja, werden wir probieren. Ne? Kann man sich ein Brötchen mitschmieren, eine Schmier oder man kann auch backen damit, sehe ich gerade. Kann man den Kuchen reintun, drüber tun, wo auch immer man es hin tun will. Und dieses Ding kostet Linolada Milk 2,79 Euro. Und da haben wir hier auch schon, es gibt 3 verschiedene Sorten. Ja? Ich habe halt die Milchcreme und dann gibt es da noch Schoko. Und es gibt noch Duo, also mit 2 Sorten. Die hätte ich auch ganz gerne gehabt, aber noch gut. Man soll ja nicht unbescheiden sein, ne? Ich falle wieder aus dem Bild. Dann haben wir hier natürlich was. Da muss mein Mann jetzt gleich nochmal in den Kühlschrank laufen mit, weil das ist Mayonnaise. Wie Mayonnaise von Tomi. Die leichte. Finde ich sehr gut für Salate für den Sommer. Wir machen ganz viel Reissalat, mache ich sehr viel. Nudelsalat mache ich sehr viel. Dann ist das immer ganz gut, anstatt Mayonnaise, weil es ja schon ein bisschen, ja, auch für einen Kartoffelsalat oder sowas. Ja, doch. Finde ich ganz gut. 250 Milliliter. Cremig wie Mayo mit Freilandeiern. Ja, immer gut. Ja. Und die kostet. Was haben wir dann hier? Tomi die leichte. 1,69 Euro. Finde ich sehr gut. Kann man immer gebrauchen. Also die Degusta-Box hat mich bis jetzt noch nie enttäuscht. Also wenn ihr euch jetzt wundert, ihr seht mich ein bisschen in einer anderen Perspektive als in den anderen Videos. Ich habe einfach die Kamera, also den Ständer mit dem Handy tiefer gestellt, weil es hat vorher auf der Degusta-Box gestanden und jetzt steht es auf dem anderen. Und ich hoffe, er bleibt stehen, weil das Päckchen ist ein bisschen instabil. Also wenn ich irgendwann mal weg bin oder
Dann bin ich umgefallen. Also nicht ich, aber der Kameraständer. So, dann gucken wir mal weiter, was hier noch drin ist. Das ist noch was Schweres. Na, komm her. Wo kommst du her? Ach, oh Gott. Oh, das ist geil. Guckt euch das mal an. Eine ganze Flasche, einen ganzen Tetrapack Wassermelonen-Eistee. Oh, ich liebe Wassermelone. Wassermelone ist geil. Die sieht geil aus für zum Basteln. Die schmeckt geil. Das ist Limited Edition von Pfanner. Das ist ja eine sehr gute Marke. 2 Liter sind das. 2 Liter. Wunderbar. Der wird sofort in den Kühlschrank gestellt und dann stehen da. Einfach mal das Bunte im Leben sehen, tanzen ohne dass Musik läuft und lachen ganz ohne Grund. Wenn das dein Leben sein soll, dann melanize your life. Lass die Sonne in dein Leben, mach es spritzig, yummy, fruchtig, geh raus, fühl die good vibes, belohn dich für das, was du bist und ja, trink das, was dich glücklich macht. Also das ist doch mal ein Wort, oder? Das finde ich richtig toll. Ich glaube, diese Sprüche, dass dieses Ding da, das knipse ich mir ab und verwende das in dem Journal. Das finde ich richtig geil, der Spruch. Richtig super. Wie oft habe ich jetzt geil gesagt? Entschuldigung. Dankeschön. Nee, ich brauche Mikrofasertuch, keine... Doch, Schatzi, da liegen welche. Mein Mann ist wieder blind. Mikrofasertuch, Süßer. Das ist wie ein Küchentuch, aber eben aus Mikrofaser und liegt bei den Farben, bei den Stempeln. Doch, doch. Wenn ich reinkomme, ich schmeiße dir in den Kampf. An den Kopf. In den Kampf, ja, genau. Kostet 1,79 Euro, dieser Eistee. Wenn es hier blub macht, das ist für meinen Mann, ne, der ist gefragter als ich im Moment. So, der hat auch noch ein Rennen heute. Also. Ja, was soll man da machen? Ne? Was haben wir dann hier? Ach Gottchen, Thunfisch. Den kann man ja immer gebrauchen. Für den Sommer ist der auch sehr lecker. Basilikum. Wenig Öl, ich nehme immer den im eigenen Saft eigentlich, den mag ich am liebsten für meinen Reissalat und ja, ohne Abtropfen, der wird aber trotzdem verwurstelt. Und der kostet 2,59 Euro und da bin ich jetzt sehr froh, ich habe den Thunfisch wenig Öl Basilikum, aber es gab auch noch Chili und ich bin jetzt wirklich froh, siehst du mein Hase, wenn man das Äuglein öffnet, findet man auch was, man die Augen zumacht, sieht man nichts, da läuft man blind durch die Gegend. Das Gesicht müsst ihr sehen. Das ist herrlich. Einfach herrlich. Ich veräpple ihn so gerne. Ja. Ich weiß, ich bin gemein. Macht nichts. Es macht nichts. So, dann haben wir noch. Was haben wir dann hier? Von Loacca Classic Peanut Butter Kekse. Waffel. Ich habe einen an der Waffel. Ja. 1,99 Euro. Also Peanut Butter ist nicht meins. Die werden wahrscheinlich auch dann in ein Päckchen wandern. Ich mag keine Erdnussbutter. Ich bin nicht so dieser erdnussbutterige Typ. So, was haben wir dann noch hier? Da sind noch Sachen drin, die ich jetzt nicht rauskriege. Knister, Knaster, Knuster. Noch 2 Stück. Und nein, ist noch was. Entschuldigt bitte, aber die Kiste steht wirklich sehr unpraktisch. Auf jeden Fall mal tolles Papier zum Verbasteln drin. So, guck mal. Alles zum Verbasteln. Werde ich jetzt benutzen für mein Fake-Leder. Ha, wunderbar. Das mache ich nämlich jetzt auch noch gleich. Und nam, nam, nam. Jawohl. So. Also, was haben wir dann hier noch? Hier haben wir einen Seelenwärmer Familiencreme-Pudding Gries. Da steht 4 Portionen drauf. Für wen? Gnome, Wichtel. Die esse ich alleine. Ah, gut. 4 Portionen. Also ich weiß gar nicht, wo die leben. Auf welcher Seite der Sonne die geboren sind. Ja. 99 Cent. Also wenn ich für die Familie so ein Pudding mache, dann muss ich 5 der Päckchen machen. Also das reicht gerade für einen. Also wirklich. Ich sag ja, 4 Portionen. Gnomenportionen, ja. So, dann haben wir hier noch ein Produkt. Damit kann ich jetzt wirklich gar nichts anfangen. Mein Mann auch nicht. Aber, obwohl doch, bevor ich hier maule, erstmal lesen, was draufsteht. Ne? Wäre eigentlich ganz sinnvoll. Aber das passiert mir ja öfters. Ne? Verbale Inkontinenz, ihr erinnert euch. Ein Jever Fun. Alkoholfrei Blutorange. Wunderbar, den werde ich mir jetzt auch kalt stellen und dann wird der genossen. Wunderschön. Super, dass auch mal was Alkoholfreies dann dabei ist. Finde ich klasse. Kostet Jever Fun Blutorange 4,49 Euro. Ein 6er-Pack. Was kostet denn eine Flasche? 79 Cent. Wäre jetzt so ein bisschen teurer gewesen. Für 4,49 Euro eine Flasche Bier? Na. Ein 6er-Pack kostet 4,49 Euro.
So, dann haben wir noch dreimal von diesem Sunny Crunch Reis drin. Der ist auch sehr lecker, das mag ich auch gerne. Das ist Milch und Cerealien. Ja, mag ich sehr gerne. Ich mag Puffreis gerne. Puffreis. Und zwar kosten die 59 Cent je Riebe. Die sind lecker. Die kann man nam nam. Ja, mein Mann mag Puffreis nicht so gerne. Er mag nicht so gerne den Puff. Den Auspuff. Und dann haben wir nochmal hier, die schon etwas mitgenommen, einmal Schoketten und zwar in Lemon. Und das liebe ich ja, dieses zitronige, also Blutorange, Lemon, Mandarine, Orange. Oh, ich liebe das Grapefruit. Super, das ist richtig, richtig klasse. Lemon Cupcake heißt das, Cake Time. Und der wird jetzt auch sofort in den Kühlschrank gelegt. Ich lege normalerweise keine Schokolade in den Kühlschrank, ich hasse das. Aber so diese hier mit zitronigem, frischen, das muss schon ein bisschen kühl sein. Jetzt nicht tiefgefroren, sonst, aber gut, dann hat man länger was davon, aber... Nein, das muss dann nicht unbedingt sein, aber sowas wie das hier muss dann schon gekühlt genossen werden. Gelle. Ja. Ich esse wieder viel zu viel Schokolade. Ist furchtbar. Ja. Hm. Nein. 1,09 € kostet so ein Päckchen Schoketten. So, das war's in der Degusta-Box. Und ich finde, die hat mich nicht enttäuscht wieder mal, außer einem einzigen Produkt, wo ich jetzt nicht so glücklich drüber bin, weil ich halt keine Erdnussbutter esse. Aber dann wird es in ein Päckchen wandern. Und für den Preis, was die Degusta-Box mich kostet, finde ich einfach die Produkte toll drin. Ja, gefällt mir gut, werde ich beibehalten. Und so ist es jetzt. Jawohl, ich habe gesprochen. Ei. Flasche leer. So. Flasche leer, Kühlschrank wieder voll, wunderbar. Was will man denn mehr? Guck mal, das ist doch was für dich. Milchcreme. Nee. Für aufs Brot. Nee. Das Gesicht, er wird einem übel hier. Ne? Ich habe aber Kaffee bekommen, dann darf er auch mal machen. Ne? So. Ja gut, ich sag gar nichts mehr, doch ich rede weiter. Ich muss ja noch eine Box, noch ein Päckchen zeigen. Ich werde ganz schwummerig mit diesem Blim, 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 Blim. Ja, ich weiß. Gut, ich lasse euch jetzt mal 5 Minuten in Ruhe und dann bin ich schon wieder da. Ne? Also, schönes, liebes Abend noch oder so. Ich rede schon etwas kariert, macht aber nichts. Küsschen aufs Schnüsschen. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Küsschen aufs Schnüsschen. Bis gleich. Ich bin bald wieder da. Lasst mir ein Abo da. Es ist ein bisschen mau in letzter Zeit. Macht ein bisschen Werbung für mich. Ich wäre glücklich drüber. Einen süßen Kommentar, ein Däumchen nach oben, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir, wenn ihr das wollt. Na, bis bald.